subliminal. Versteckte Botschaften erkennen und verstehen. Geheime und verdeckte Botschaften in Radio, Film und Fernsehen. Und bei genauem Hinsehen erkennen wir einen Barcode und die Zahl 666. Ach du Scheiße. Gegen die Einflüsse unbändiger Medien können sich die Kleinen kaum wehren und sind den Zwängen willenlos ausgesetzt. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Wir gucken uns ein neues Video an und zwar heißt das Video Subliminal. Versteckte Botschaften erkennen und verstehen. Von Norman Investigativ. Ich habe mir das Video schon mal reingezogen. Ich glaube, es war privat oder damals, wo ich bei YouTube live war, aber ich habe die Reaktion darauf nie hochgeladen und ich wollte gerne nochmal darauf reagieren und die Reaktion dann auch hochladen. Shoutouts gehen raus an Norman Investigativ, Digga, bester Mann. Schade, dass er keine regelmäßigen Videos mehr raushaut. Ich fand seine Videos immer sehr, 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 sehr spannend. Deswegen gehen wir da heute jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Wie immer. Und der Peter geht los, Bro. Gang. Digga, miese Schwurbelei jetzt, Alter. Aluhüte drauf, los geht's. Norme den Motherfucker, gib mir die Normie-Vibes, Bro. Willkommen bei Norman Investigativ. Heute Tachchen! Mit einem neuen Logo und neuem Thema. Stark, Junge, stark. Es geht um subliminale Botschaften. Wo bist du hin, Bruder? Ja, wir vermissen dich. Um geheime und verdeckte Botschaften in Radio, Film und Fernsehen. In Werbesendungen werden sie eingesetzt. Frau Merkel scheint welche zu verwenden und die Musikindustrie sei Merkel it out, Bruder. Davon meinen die, die sich damit auskennen. Andere halten das für Verschwörungstheorien. Was man da sehe, in Formen künstlerischer Freiheiten und wer was anderes behauptet, der sollte sich mal untersuchen lassen. Dabei wird der oh shit behauptet, sondern nur auf die Symbolik und deren Bedeutung hingewiesen. Das kann man übrigens trainieren und einer der besten Studienobjekte hierfür ist der Animationsfilm iPad Goat, der von der ersten bis zur letzten Sekunde voller subliminaler Botschaften steckt und genau diesen Film werden wir jetzt gemeinsam anschauen und analysieren, um uns für solche Botschaften zu sensibilisieren. Legen wir los. Er hat ein Kind bekommen, also seine Frau. Echt jetzt, Digga? Shoutouts gehen raus. Mini Norman ist in the building, oder was, Digga? Von dem erwarte ich auch einen Kanal in 20 Jahren. Sag ich dir so, wie es ist. iPad Goat ist ein Animationsfilm aus dem Jahre 2012, der voller subliminaler Botschaften steckt. Dieser Film wird sehr hoch geratet. So hoch wie der erfolgreichste Spielfilm aller Zeiten Avatar. Dennoch, Avatar kennt jeder, iPad Goat nur die wenigsten. Warum wird er denn so hoch geratet? Verstehe ich nicht. Dieser Animationsfilm kommt aus dem Hause Heliophant, was kodiert für Sonnenkind steht und das ist auch schon der erste subliminale Hinweis. Krass. Heliophant, noch nie gehört. Woher oder von welchen Leuten dieses Video stammt. Der Film beginnt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Antarktis. Warum? Oh shit, was? Antarktis, das erfahren wir noch später. Interessant ist aber, dass dort ein Tier festgehalten wird, welches ein Malzeichen auf der Stirn trägt und bei genauem Hinsehen erkennen wir einen Barcode und die Zahl 666. Ach du Scheiße. Und das ist real, ne Freunde? Den Film gibt's ehrlich, Digga, den könnt ihr euch reinziehen, den könnt ihr euch geben. Einfach eine Ziege, bruv. Mit Barcode auf der Stirn, wo 666 draufsteht. Ist dein Ernst? Wir haben es hier offenbar mit biblischer Theologie zu tun, mit Hinweis auf den hier. Der Hurensohn. Sorry, Alter, ich hasse das Wort, aber ich muss es sagen. Satan höchstpersönlich, doch wenn dieser in der Antarktis in Sicherheitsverwahrung sitzt, wer kontrolliert dann das Böse in der Welt? Krass. Ey, wer kennt die Karte von Piri Reis?
Und das in der Antarktis. Es gibt doch die Karte von Piri Reis. Und da ist auch ein Baphomet-Mann, so ein Teufel, so ein, wie sagt man? Hier, der Mann, Dajjal. Hier, der Maniak. Seht ihr den? Und der ist da auch in der Antarktis. Crazy. Wir verbinden eins und eins miteinander, Vegio. Es sind die Puppenspieler mit den reptiloiden Händen, das man in... Reptiloid, Bruder, da werde ich hellhörig. Produzenten dieses Films. Stopp. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, weil es für viele... Aber das ist schon krass, wenn du überlegst. Ich glaube, das ist auch angeblich ein Kinderfilm. So. Für Kids. Zeichentrick. Da beginnt etwas komisch zu werden mit der Antarktis, Satan und all den Reptiloiden. Aber das sind nicht meine Gedanken. Das sind die subliminalen Botschaften dieses Filmes, der sich speziell auch an Kinder richtet. Wir analysieren das hier nur, und was die Produzenten damit bezwecken wollen, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass dieser Film mit 9 Auszeichnungen zum besten Kurzfilm des Jahres gekürt wurde, und deswegen machen wir an dieser Stelle jetzt weiter. Dass der auch so geratet wird wie Dings hier. Avatar, musst du dir mal reinziehen, 9 Auszeichnungen. Und schauen, was da noch so auf uns zukommt. Diese Hände kontrollieren also die Welt. Auf der einen Seite über das Finanzsystem und auf der anderen Seite mit weniger schönen Mitteln. Doch wer hängt ihnen da eigentlich an der Strippe? Es ist der seelenlose George W. Bush, den die Puppenspieler da zum Leben erwecken, und kaum dem Rampenlicht ausgesetzt, glänzt dieser durch sein irrationales Verhalten und macht sich öffentlich zum Affen. In der Schule, Digi. Wer kennt die Schulsituation noch? Hä? Wo einer reingekommen ist und dem Cousin was in die Ohren reingeflüstert hat, so. Wer sagt mir das Datum jetzt? Schreibt mal das Datum rein. Warum der Cousin da war, also warum diese Szene gerade gezeigt wird, so. Eine karikative Meisterleistung zum 43. Präsidenten der USA, der da zappelnd rumsitzt und seine Augen verdreht, als würde er sein Gehirn suchen. Dieses Klassenzimmer ist übrigens einer der Schlüsselszenen bei iPad Goat, denn es ist das Klassenzimmer, in dem George Bush am 11. September saß. So. Und ein Kinderbuch las mit dem Titel The Pet. Digga, was ist das für ein Film, Mann, Alter? Ihr müsst euch jetzt so überlegen, das ist jetzt nicht Norman, der sich irgendeine Scheiße aus dem Arsch zieht, so, das ist ein echter Film von Hollywood, der mit 9 Auszeichnungen, der 9 Auszeichnungen bekommen hat. Und der genauso geratet wurde wie Avatar, Digi. Goat, aus dem sich diese Animation inspirierte. Wer hat auch schon auf der Tafel und so, habe ich auch schon ein paar Sachen gesehen, Digi. Da habe ich auch schon ein paar Sachen gesehen, die Zeichen waren auf jeden Fall. Schauen wir uns das animierte Klassenzimmer mal etwas genauer an. Da fällt einem zunächst der schwarz-weiß karierte Fußboden auf, der im echten Klassenraum nicht zu finden ist. Offensichtlich ist... Diese Böden kennen wir ja, ne? Kennen wir die irgendwoher? ...ist ein Code, und dieser führt uns direkt zu den Freimaurerlogen, die auf solchen Bühnen ihre Prozessionen abhalten. Prozessionen wie diesen hier, wo ein Freimaurerlehrling in den 3. Grad erhoben wird. Was nicht bedeuten soll, dass die Freimaurer böse sind. Ganz im Gegenteil, die Produzenten möchten nur darauf hinweisen, dass mittlerweile jeder in deren heiligen Tempeln rumhampeln kann. Da hat er recht. Freimaurer sein ist nichts Besonderes mehr.
Und ist auch eine Sache, wo manche Leute immer ein bisschen übertreiben, finde ich. Weil Freimaurerei ist schon normal, also ist was Normales. Nur weil du jetzt in der Freimaurerloge mal bist oder warst oder dazugehörst, heißt es noch lange nicht, dass du in irgendwelchen Machenschaften involviert bist oder dass du irgendwelches Wissen hast, was geheim ist von den Massen und so ein Scheiß. Dazu musst du in ganz andere Gesellschaften, deren Namen wir nicht mal kennen, so. Das wäre ja auch zu dumm. Weißt du, was ich meine? So. Weitere Botschaften verstecken sich gleich hier. Auf der linken Seite sehen wir eine Landkarte mit ein paar Markierungen und darüber eine Eule. Krass. Diese Eule ist das Symbol des Bohemian Club, bei dem auch Papa Bush Mitglied war. Ah, Bohemian Grove, Digga. Wisst ihr, wer sich da mal reingeschmuggelt hat, Bro? Ich habe miese Informationen für euch, meine lieben Freunde. Alex Jones. Alex Jones hat sich da mal reingeschmuggelt mit versteckter Kamera und hat aufgenommen, wie diese... Da waren echt heftige viele Schauspieler und Eliten und so und die haben so ganz komische Rituale gemacht, dies, das. Alex Jones, bester Mann, Digga. Shoutouts gehen raus. Dem Bohemian Club werden heidnische Rituale vorgeworfen mit Hohepriestern, verhüllten Dienern und anderen Dingen, die besonders dem hier nahestehen sollen. Ja, Maniac. Und die Markierungen auf der Landkarte? Sie stehen für die letzten großen Katastrophen der USA. 9-11, das Attentat von Oklahoma, Hurricane Katrina und das Deepwater Horizon-Unglück. Krass. Was das alles mit ihm zu tun hat, das weiß der George W. auch nicht so genau. Da oben Jarak, Digga. Was hat der zu bedeuten? Oder doch? Das ist auch wild da oben mit der Evolution. Mit seinem Doktorhut zeigt er uns zumindest, wo er sich auf der Evolutionsleiste befindet. Und wir stehen ungefähr hier und sollten wir die letzte Hürde und uns selbst überleben, dann können wir wahre Erleuchtung erlangen. Das ist die Botschaft dieser Szene. Einfach ein Fisch, Digga, ja. Macht voll Sinn, Digga. Vom Fisch zum Affen, jo. Und dann irgendwann aufrecht gegangen. Ey, diese Evolutionstheorie, also ich glaube so wenig daran, das ist für mich eigentlich hundertprozentig nicht real, Digga. Also ich glaube nicht an die Evolutionstheorie. Es macht in meinem Head einfach keinen Sinn. Weiter unten am Galgenspiel wird unsere Situation noch einmal verdeutlicht. Ah, krass, Evolution. Machen wir weiter wie bisher, führt das unweigerlich zu unserem Ende. Oder wir beenden das Spiel und blicken zurück und erkennen, dass wir doch alle nur durch Liebe erzeugt wurden und darauf sollten wir uns... Okay, der ist jetzt wild hier mit dem umgedrehten Love und so. ...leicht wieder besinnen. Also man muss ganz klar sagen, ne, diese Interpretation, die sind jetzt von Norman. So, ne? Also der Film ist der Film. Den kann man sich reinziehen und die Interpretation, die er da gerade macht, da hat er selber mies recherchiert. Die Macher dieses Filmes scheinen jede Sekunde durchdacht zu haben und für das Gute zu stehen. Was mit der Uhr, Digga? 12 Uhr, Digga, ne? Man sagt noch kurz vor 12. An dieser Stelle geben sie sogar eine Warnung heraus. Es sei nicht mehr 5 vor 12, sondern Punkt. Ja, stimmt, siehst du? Und das, was geschehen müsse, denn... Ist das da ein Penis? Ja. Böse sei mittlerweile überall und greife auch nach unseren Kindern. Jetzt wird's eklig. Kinder spielen eine besondere Rolle bei iPad Goat, so auch dieses kleine, verzweifelte Mädchen, die viel zu früh einer Situation ausgesetzt wird, für die sie noch nicht reif ist. Das soll ein Kinderfilm sein, bruv. Sie möchte nicht in den Apfel beißen, auch wenn man ihr dafür eine Reise ins Wunderland verspricht. Krass. Oh shit. Nein ist ihre mutige Entscheidung, womit sie sich und ihre Seele rettet.
Was mit Kindern passiert, die den Apfel nicht fallen lassen, das sehen wir hier. Willenlos und sehnenlos sind sie dem Bösen und seinem Handlangern ausgesetzt, bis in ihnen der letzte Funke erlischt. Es ist schon richtig, dass Kinder heute immer früher irgendwelchen Situationen ausgesetzt werden, für crazy shit, ja, die noch nicht reif sind. Das geht schon los bei der Frühpolitisierung. Das Krasse ist, ich muss nochmal auf die Epstein-Sache reingehen, so. Das Krasse ist ja, dass diese ganze Scheiße ans Licht gekommen ist, so, ne? Und es wurde einfach bis heute noch niemand verhaftet, so. Kein einziger. Außer er selbst und seine Gefährtin. Aber keiner, der damit involviert war, auf der Liste steht, auf der Insel war. Kein Mensch wurde verhaftet bis jetzt. Lass dich mal reinziehen, Digga, wie krank das ist. Bei der Frühsexualisierung. Und das System möchte noch mehr. Im Fokus ist bereits das Ungeborene mit all seinem genetischen Material und Potenzial. Für die Zukunft sieht iPad Goat noch weitaus größere Gefahren auf die Menschheit zukommen. Bereits im Mutterleib sei der Nachwuchs gefährdet und das nach wie vor durch reptiloide Wesen, die nach verwertbarem genetischen Material suchen. Das ist Matrix-Shit, Bro. Die werden gepflanzt, die Jungs innen. Was soll das denn für ein Kinderfilm sein, Digi? Wer sowas guckt als kleines Kind oder generell, selbst ich bin verstört nach dem Video, glaube ich. Das fickt doch deinen Kopf, jo. Trainierung erfolge später im Kindesalter. Gegen die Einflüsse unbändiger Medien können sich die Kleinen kaum wehren und sind den Zwängen willenlos ausgesetzt. Der moderne Zuflüsterer komme über die Bildschirme, ist digital, unbarmherzig. Das ist wieder so ein Film, wo die uns zeigen, was läuft, so, weißt du, wie ich meine? Weil die sind ja Teufelsanbeter und glauben an Karma, so, das heißt, die müssen uns teilweise Dinge präsentieren. Und einäugig. Ein weiterer Code in Richtung Freibaurer. Läuft nebenbei auf Kinderkanal mäßig. Krass, Digga. Schau dir doch mal die Filme an, die du als Kind gesehen hast, wirst das Gleiche denken. Nee, Verena, auf keinen Fall. Also ja, wir haben uns schon mit den ein oder anderen Disney-Serien mal auseinandergesetzt. Da sind die ein oder anderen Schwänze und die ein oder anderen Sexszenen und so sind da auf jeden Fall zu sehen. Aber sowas wie hier? Also so ein crazy Stuff habe ich mir als Kind nicht reingezogen. Unbedingt, denn die hier nach unten zeigende Pyramide deutet eher auf eine Gegenbewegung hin. In diesem Falle sogar auf eine Unterwanderung und feindliche Übernahme. Der hier hat mit Humanismus und Aufklärung wenig zu tun. Ihr übertreibt gerade, Digga. Also es gibt keine Filme, die ich mir reingezogen habe als Kind, die so waren wie dieser Film, der jetzt gerade hier gezeigt wird. Nicht einer. Nicht mal im Ansatz so. Vielleicht 1% in jedem Film irgendwo mit reingestreut. Aber einen ganzen Film, der eigentlich nur teuflische Botschaften hat so und ganz komische Sachen zeigt, gab es damals nicht. In meiner Kindheit auf jeden Fall. Er ist vielmehr der große, angekündigte Verführer. Verführen tut dieser Einäugige nach eigenen Angaben nicht. Er sei ein wahrer Humanist und stehe für das Gute. Devil. Seine Leitsätze, Mitgefühl, Weisheit und Gerechtigkeit. Und das hier ist sein Tempel. Einfach als Religion anerkannt in Amerika. The Satanic Temple. Lucien Graves ist der Gründer des satanischen Tempels in Detroit, USA und tritt gegen Gott und die drei Weltreligionen an. Er fordert eine noch stärkere Trennung von Staat und Religion bis zu einer übergeordneten Führung der Gottlosen über die Gottesfürchtigen. In diesem Artikel aus der New York Times aus dem Jahre 2015 erfahren wir, dass die Idee zur Gründung des satanischen Tempels auf George W. Bush zurückgeht. Ist dein Ernst?
Damit ergibt sich folgende Zeitlinie. The New York Times, Digga. In den New York Times stand das drin. 2001 kommt Bush an die Macht und liberalisiert die Religionen. 2012 wird iPadGold ausgestrahlt. 2013 gründet Lucian Graves den satanischen Tempel. Oh shit. Und 2019 bekommt dieser Tempel offiziell den Status einer Religionsgemeinschaft zugesprochen, womit sich der Kreis schließt. Das ist heftig jetzt gerade. But again, the point of calling this. Oh shit. Tucker. Hast schon ein Interview gemacht mit dem Maniac oder was? Satanism is to horrify like normal people in the middle of the country. That is exactly the point. That's not true. No, okay. No. Stark Pushback, feier ich. It is not exactly. So what is the point? Point? Just to sum it up for me. I'll give you 30 seconds. What's the point of Satanism? Well, to sum up a religious movement in its history in 30 seconds isn't quite fair, but I would say that. Okay. But I would say that Satanism embodies enlightenment values. It is emblematic of the ultimate rebellion against tyranny. To that end, we look at the history of the crushing of the church and the rise of enlightenment values and the rise of pluralism and diversity and multiculturalism. Shut the fuck up, bro. As inherently satanic. Guck dir den mal an. Der will mir sagen, dass das für was... Diese neue Religion betrachtet sich also als... Übrigens, Tucker Carlson, den ihr da noch bei Fox News seht, den haben die auch gekickt, weil der zu alternativ geworden ist, sage ich jetzt einfach mal. Rebellion gegen das herrschende Unrechtssystem. Gleichzeitig sieht er seine Bewegung als Teil von Multikulti und Diversität in der Gesellschaft, die ihm dieses System erlaube. Einen Widerspruch scheint... Das ist halt typisch Satan, das ist typisch Baphomet, das ist typisch Devil-Shit. Der Devil arbeitet ja auch so. Der versucht dir das als gut zu verkaufen, weißt du? Und dann, wenn du dann drin bist und dann... Ich will gar nicht wissen, was die für Rituale alle machen und so. Dann wirst du langfristig merken, wie deine Seele verloren geht und du auf einmal ganz tief irgendwo in der Hölle landest, weißt du? ...waren nicht zu erkennen. Ob das alles mit iPadGo zu tun hat, bleibt unklar. Klar ist jedoch, dass der Trend hin zur Zerstörung der Religionen geht, die laut iPadGo mit einem Nuklearangriff auf den Nahen Osten enden wird. Dann wird das vollbracht sein, was 2001... Krass, guck mal, da stürzen sogar zwei Türme ein. ...einen Anfang nahm. Digga, was für ein heftiger Film, ja? Weißt du, wie viele Teufelsanbeter es mittlerweile gibt, auch in Deutschland? So, das wärst du schockiert, Bro. Die Zerstörung der freien Welt wurde vor genau 18 Jahren eingeleitet. Wenn diese Leute tatsächlich einem Ritual folgen und die 18, also die 666, eine Bedeutung haben... Ihr müsst euch so überlegen... Es gibt deutsche Rapper mittlerweile, die Baphomets in ihre Storys reinpacken und den Teufel quasi offiziell anbeten. Mainstream-Leute. Wisst ihr, wie viele Kids dann da auch mit drauf, also auf den Zug mit aufspringen und sagen, oh ja, Digga, wenn UFO das macht, dann ist bestimmt geil. So. Der hat Money, der hat Frauen, der hat Geld. Feier ich so, weißt du? Diese Scheiße, die schleicht sich langsam ein. So. Und auch viele von den Dingen, die in den Schulen mittlerweile beigebracht werden und so, das ist teuflisch. Also man muss da echt aufpassen. Wie gesagt, der Teufel ist nicht dumm, ne? Der ist auch ein intelligenter Motherfucker so. Und der holt die Leute auf seine Seite mit Dingen, die sich erstmal gut anfühlen, weißt du? Und die erstmal so, ja, man muss alles akzeptieren und dies, das hört sich erstmal alles schön nice an, weißt du? Dann leben wir heute im Jahre 2019 in einer aufregenden Zeit und darauf deuten auch die folgenden Szenen bei iPadGo hin. Mit dem Bösen in der Welt taucht aus dem Nebel auch der hier auf. Ein rothaariger Erlöser auf der Barke. Mein Sohn hört Lil Uzi Vert. Ich weiß echt nicht, wie ich damit umgehen soll. Oh shit. Das ist so ein Teufelsanbeter auch, ne? Der hat auch Frauenkleider an und so ein Shit, oder? Also ich sag dir ehrlich, ich weiß, wie ich damit umgehen würde. Sag ich dir ehrlich, ah ja, hier der Typ, Digga.
Uff. Ganz schwierig, Bro. Guckst du an hier auch mit dem Auge und so. Oh, shit. Ganz schwierig, Bro. Da musst du ihn irgendwie rausholen, Bro. Sag ich dir ehrlich. Da musst du, du bist sein Vater. Wie alt ist er? Du hast immer noch das Sagen, ne? Lass dir das nicht ausreden. Auch nicht von irgendwelchen, keine Ahnung, von Schulen oder was auch immer so. Nein, die müssen hören und machen, tun dürfen, was die wollen und so. Frei, liberal, bla bla bla. Du bist der Vater, Bro. Du bist dafür verantwortlich, dass der Junge vernünftig aufwächst, so, ne? Also, lass das nicht zu. Lass das einfach nicht zu. 12 Jahre. Bis Anubis. Wer hier an Jesus denkt, der irrt. Wir erinnern uns, dieser Film kommt aus dem Hause Heliophant, welches sich aus den Wörtern Helios und Enfant zusammensetzt, was für Sonnenkind steht. Sonnenkinder waren die hier, die alten Ägypter mit den langen Schädeln. Langschädel sind die Nachfahren der Neandertaler und von denen kommen auch die roten Haare. Das ist aber nicht offiziell hier gerade, ne? Mit den Langschädeln und so. Das ist auch eine Mystik, also ist doch auch eine Erzählung, oder? Königin Teje war eine dieser Langschädel und sie war auch die Mutter von Echnaton. Also ich glaube, die meisten von euch hatten die Aluhüte schon draußen, als wir das Video angefangen haben, aber der Zeitpunkt ist jetzt definitiv gekommen auch. Dem Erfinder des Monotheismus als Staatsreligion. Bei Echnaton fällt auf, dass aus seinem Schädel die komplette... Einer sagt, erklär ihm einfach, was er da hört. Aufklärung ist ganz wichtig so. Ich würde auch versuchen, ihm das auf irgendeine Art und Weise klar zu machen, weißt du, was er da gerade, was er da hört, wen er da hört, was da eigentlich dahinter steckt und so. Und ja, man muss halt gucken, ey. Manchmal muss man auch bei Kids ein bisschen durchgreifen, so, weißt du. Ich will jetzt hier keine Tipps geben und sagen, was du zu tun hast und was nicht, aber wenn du das Gefühl hast, dass das nicht richtig ist und du das Gefühl hast, dass das ihm langfristig schaden könnte, wenn er solche Leute als Vorbilder hat, dann musst du da auf jeden Fall auf deine Art und Weise durchgreifen, so, weißt du. Kinder brauchen manchmal eine starke Führung und auch Grenzen, so, weißt du. Die Gesichtshälfte herausgeschlagen wurde und bei seiner Mutter Teje das rechte Auge entnommen. Dieser Lil Uzi Word ist gerade der Shit bei den ganzen Jugendlichen ab 12 aufwärts. Ja, dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger, dann... Ich fühle, was du sagst, weißt du? Du willst ja auch nicht der Miesmacher-Vater sein, so, der jetzt dafür sorgt, dass dein Kind ein Außenseiter ist dann quasi, ne? Deswegen werde ich meine Kinder irgendwo fernab von diesem neumodischen Scheiß großziehen, so, weil da ist so viel Satanismus, da ist so viel ekelhafte Message, da ist so viel Teufel, da ist so viel, die Kids versauen und in eine Richtung treiben, die einfach nicht gesund ist, dass man die Kids davor beschützen muss. Also ich werde versuchen, mit allem, was ich habe, meine Kinder vor dem Scheiß zu beschützen. Im Optimalfall soll mein Kind auch mit 12 noch nicht irgendwie so, also du weiß ich nicht, Bro. Ich versuche auch einfach ein Vater zu sein, wo mein Sohn denken würde, das ist mein größter Held, so, ich will so sein wie der. Dass der schon intrinsisch, automatisch, rein vom Gefühl her sagen würde, hey, dieser Typ, wie der sich anzieht, wie der aussieht, was der singt und so, das ist so weit weg von dem, was mein Vater ist, ich fühle das nicht, weil mein Vater ist der krasseste. So, weißt du, was ich meine? Das ist der Optimalfall. Aber natürlich wird es auch Dinge geben, wo er eventuell beeinflusst wird, wo dann muss man halt schauen. So, weißt du, ich bin halt kein Vater, deswegen schwierig. Das sind rituelle Akte und sie geschehen nicht zufällig. So sah die Mumie von Teje bei ihrem Fund aus, mit einem offenen rechten Auge. Das rechte Auge steht symbolisch für den Sonnengott Re, auch symbolisiert als Horusauge oder als Auge der Vorsehung. Sonnengott Re nimmt bei Tagesanbruch die Gestalt eines Falken an und wandert als Horus in einer Barke über den Himmel. Er gilt als Königsgott und als Schutzpatron der Kinder.
Patron. Und somit haben wir es hier eher mit Horus zu tun als mit Jesus, der da aus dem Nebel auftaucht, um Ordnung zu bringen in einer Welt voller Unheil, Leid und Chaos. Chaos und Leid verbreiten die hier, eine Armee grauer Eminenzen, die selbstgefällig alles Agents jeden in der Welt unterwandern und kontrollieren. Als allererstes geht es ihnen an den Kragen, womit auch das Böse aus der Welt flüchtet. Digga, was für ein Film, ja? Sich endlich von den Kindern distanziert. Die Ankunft des Erlösers wird eingeleitet mit der Zerstörung einer großen Kathedrale. So ein Ereignis fand im Jahre 2019 tatsächlich statt. Ein Feuer zerstörte die Kathedrale von Notre-Dame in Paris, eine der ältesten Kirchengebäude der Welt. Hier eine Gegenüberstellung mit der Realität. Auf der linken Seite Notre-Dame in Flammen und rechts die kodierte Szene in iPad Goat. Szene. Hat schon Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Eine unfassbare Übereinstimmung. Ah, und ich glaube, das mit Notre Dame ist nach dem Film passiert. Oder? Somit wäre das Ereignis eingetreten und der Erlöser bereits unter uns. Doch worauf wartet er noch? Viele Analysten von iPad Goat meinen, dass diese Animation neben geheimen Botschaften auch viele Prophezeiungen beinhaltet und dass mit dem Brand von Notre Dame die Ankunft des Messias eingeleitet wurde, den viele für Jesus halten. Andere sehen in dieser Figur den Antichristen. Und ich sage weder noch, sollte sich hier tatsächlich... Wichtig, Norman. Weder noch, Digga, das ist unsere Antwort. Ich habe mies recherchiert. Dann eher eine irdische Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, um eine 3000 Jahre alte Rechnung zu begleichen. Doch worauf warten Sie noch? Was muss noch alles passieren, um den Endkampf auszulösen? Die Antwort darauf scheint in den letzten Sekunden... Wann war Notre Dame? Der Film ist 2012 rausgekommen. Wann war Notre Dame? Die Notre-Dame-Vibes, Bro? iPad Goat kodiert zu sein. iPad Goat endet mit dem Erwachen des Messias und dem Einsturz alter Religionen. Vor 2 Jahren, oh shit, Tatsache. ...böser Strukturen. Anschließend wendet sich der Erlöser der aufgehenden Sonne zu und beobachtet abwartend die Zerstörung der Pyramiden. Wird hier auf einen vom Welt... Krass, Bruder! ...oder von der Sonne bevorstehendes katastrophales Ereignis hingewiesen? Alien-Invasion, Bluebeam, Visio. Ein sicherer Hafen für den Erlöser... Digi, dieser Film ist schon echt heftig, ne? ...dabei die Antarktis zu sein. Doch wann tritt dieses Ereignis ein? Schauen wir uns diese Szene noch einmal an, so erkennen wir hier einen Skorpion, der wohl auf das Sternzeichen Skorpion hinweist, was ein November... Das Video ist mir krass geschwurbelt, sorry, und zu viele Symboliken untergemischt. Pyramiden und das Auge etc. Bruv, das ist nicht das Video, das ist der Film. Das war mir schon fast klar, dass manche Leute das verwechseln werden und denken würden, oh Digga, was ist das denn für ein mieser Schwurbler, so, der sagt Sachen oder zeigt da Sachen, die sind voll crazy und so. Bruv, das ist der Film, der ist so rausgekommen, der wurde 9-fach ausgezeichnet und wurde genauso bewertet wie der Film Avatar. Das ist doch das Kranke an der Geschichte. Diese Symbole sind nicht von irgendwelchen Mystikern oder so oder von uns oder von Norman oder von mir da jetzt eingebaut wurden, sondern die sind in dem Film drin. Ein Zeichen ist... Damit hätten wir den Zeitrahmen schon mal eingegrenzt. Schauen wir uns den November und die Konstellation zum Skorpion mal etwas genauer an.
Dafür nutzen wir diese Astronomie-Software. Wir gehen auf den Oktober und blenden hier die Sternzeichen ein. Da taucht schon mal die Waage auf. Der Skorpion ist hier noch dicht zu sehen, weil er sich erst zum 24. Oktober blicken lässt, weswegen wir das Datum weiter vorstellen und siehe da. Da schreibt er jetzt noch, ja, aber dann sollte man den Film nicht gucken. Ja, man sollte so einiges nicht tun, mein Jutster. Wir gucken uns das halt an, weil das halt ein offizieller Film und der Film ist draußen. Der wurde ausgezeichnet und so bewertet wie der Film Avatar. Das sollte uns halt auch irgendwas zeigen, weißt du? Wie kann es sein, dass so ein Film, der eigentlich für Kinder gemacht wurde, so heftig bewertet wird und so ekelhafte Botschaften mit drin hat und quasi halt, wenn Kids das gucken, die extrem verstört, weißt du? Ich finde das krass. Hier ist er. Sagt, man sollte den Film dann nicht gucken. Schon. Korrekt, Bruder. Gehen wir mit den Tagen weiter vorwärts. Bis zum 22. November wird der Skorpion immer deutlicher. Nur stimmt hier was nicht. Dieser Skorpion zeigt mit dem Kopf nach oben. Bei iPad Goat hingegen zeigt der Skorpion nach unten. Doch hatten wir nicht vermutet, dass sich diese Szene in der Antarktis abspielt? Oha, das ist miese Recherche, ne, was der da gerade macht. Deswegen nochmal zurück zu unserem... Der will genau den Zeitpunkt quasi feststellen und dann gucken, okay, diese Szene in dem Film, was ist das für ein Zeitpunkt dann in unserer Welt quasi so. Und es sind halt auch genug Ansatzpunkte da, dass man das auch mies recherchieren kann. Das haben die Filmersteller wahrscheinlich auch extra so gemacht. Software und ändern unsere Position von Deutschland auf die Antarktis. Und da hätten wir ihn, den auf dem Kopf stehenden Skorpion. Sonst erkennen wir bei dieser Konstellation keine besonderen Auffälligkeiten. Aber klicken wir nur ein paar Tage weiter, so passiert etwas sehr Interessantes am Himmel. Am 27. November schiebt sich die Sonne genau zwischen die Scheren des Skorpions. Und den ganzen Tag wird sie an dieser Position vom Skorpion mitgeführt und begleitet. Krass. Dieses Ereignis beginnt tatsächlich bei Sonnenaufgang in der Antarktis, wie bei iPad Goat angedeutet. 2019 also, ja? Auch die Musik im Hintergrund und so ist schon sehr mystisch. Ich verstehe schon, was manche Leute hier meinen, aber der Film ist halt auch echt krank. So. Und die Situation in Deutschland? Bei uns geht die Sonne um 7 Uhr auf und ist natürlich ebenfalls zwischen den Scheren des Skorpions gefangen. Komm zum Punkt, Junge, jetzt hier. Zurück zur Antarktis. Was immer an diesem Tag passieren wird, es beginnt um 0 Uhr und bei Sonnenaufgang genau hier. Ob dieser Film was zu bedeuten hat oder ob sich die Prophezeiung zum 27. November erfüllen wird, das werden wir noch alle gemeinsam sehen. Es muss dann gleich 27, mit der Zerstörung der Pyramiden... Was ist passiert, Digga? 27. November 2019, glaube ich, ne? Was war da irgendwas? Vielleicht finden sie auch nur was in Ägypten oder in der Antarktis. Was hat er gesagt? 27. November 2019, ne? Was war denn da, Digga? Gibt's irgendwas? Gibt's irgendwelche... Corona-Anfang? Nein! What happened on the 27th of November? Okay, aber es wäre jetzt krass, wenn das der 29. gewesen wäre, yo. Dass unsere bisherige Geschichtsschreibung in Frage stellen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Der Film... Normal, Digga, ich auch. Goat ist übrigens kostenlos auf YouTube zu sehen und dauert nur 7 Minuten. Der Film ist kostenlos auf YouTube zu sehen, Freunde, ja? Ich habe ihn für euch verlinkt, schaut ihn euch an und findet auch die anderen unzähligen Botschaften und diskutiert mit mir oder den anderen Zuschauern darüber
hier in den Kommentaren, was diese oder jene Szene zu bedeuten hat. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch dieses Format gefällt... Ich küsse dein Herz, Norman, bester Mann. Ich hoffe, du kommst bald wieder back ins Game. Wir vermissen dich auf jeden Fall. Video it out, man, Alter. Also, war eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ich find's immer noch sehr krank, dass so ein Ding überhaupt 9 Auszeichnungen bekommen hat und ein Kinderfilm ist. Mit so vielen kranken Sachen im Video, also mit so vielen kranken Sachen im Film, ist auf jeden Fall komisch, nenne ich es jetzt einfach mal. Schreibt, was ihr denkt dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht unterkriegen, immer schön positiv und liebend bleiben. Peace out.